Jawohl, meine Freunde, so schaut's aus. Wir waren gerade bei KFC, traditionelle indonesische Hühnerprodukte verspeisen. Und der Game King hat mittlerweile tatsächlich am zweiten Tag des Events seine ersten Spiele absolvieren können. Drei Spiele bis jetzt? Genau, gegen Russland, gegen China und gegen Thailand. Ja. Genau, und jeweils mit einem 2:1 entspannt gewonnen. Ja, also der Start war schon mal gut, wir sind zufrieden und jetzt geht es dann gleich mal weiter, in einer halben Stunde geht es dann weiter und dann, wir wissen noch gar nicht auswendig, gegen wen wir spielen, nee, wissen wir nicht. Habe ich mir noch nicht angeschaut. Aber wir werden das auf alle Fälle berichten im Anschluss und ja, der Bursche ist motiviert, das schaut gut aus. Glück ist auch dabei. Aber ganz wenig. Ja, aber ich glaube, das. Also momentan sieht es noch so aus, als würde es sogar was werden da. Also ja. Also, schauen wir mal. Ja. So, meine Freunde, jetzt kommt der spannende Teil vom heutigen Tag. Und zwar, wir sind unterwegs und jetzt kommt es zum Gouverneur der Stadt. Da haben wir eine persönliche Einladung bekommen. Relativ viele Officials aus dem E-Sport-Bereich haben eine Einladung bekommen, den Governor von Jakarta zu besuchen, zu einem mega krassen Gala-Dinner. Mega offiziell, ja, also eine krasse Einladung, ich zeig dir mal Moment. So sieht das ganze Ding aus. Ey. Head of Delegation of Austria, in dem Fall meine Wenigkeit. Und da bin ich schon irre gespannt, also Fakt ist, ich glaube, ich werde mir heute am Abend nichts kaufen müssen bezüglich Essen oder wir müssen nicht essen gehen, also da werden wir mega gefüttert angeblich. Da freue ich mich schon irre drauf. Danke dafür auf jeden Fall an die Regierung oder an das, keine Ahnung, Gouverneursamt hier in der Stadt und ja, ich lasse mich überraschen, was da noch heute Tolles auf mich zukommen wird. Kennt ihr das aus dem Fernsehen? Diese asiatischen, südostasiatischen Länder, wo der Verkehr so mega krass ist. Leute fahren irgendwie Mopeds, Tausende, Hunderte, es ist sensationell. Und genau so ist es auch hier, Leute. Ich schwöre es euch, es ist so geil, wenn man da mit dem Bus mitfährt und den Verkehr beobachtet. Also wir würden hier in, nee, nicht eine Minute, Sekunden wird es bei uns hier krachen bei der Karre. Es ist unvorstellbar, die fahren, also man kann, die fahren hier nicht zweispurig, nicht dreispurig, die fahren unspurig. Echt geiler Scheiß, Wahnsinn, sowas habt ihr echt, also das muss man mal live erlebt haben, sensationell. Yeah.
sieht zwar so aus, als wären wir total falsch hier, aber es ist schon mal eine richtig geile Atmosphäre, meine Freunde. Irgendwie sind auch die einzigen hier aus dem E-Sport-Bereich, die nicht so passend gekleidet sind. Na, ich vielleicht mit Sakko, aber die anderen, ja, sind wir uns nicht so sicher. Aber lass uns überraschen, was da sonst noch Cooles auf uns zukommt. Austria. Good. Good. Ich hab mich da jetzt so satt pressen, sowas hab's noch nicht gesehen. Richtig, richtig geil hier. Ja.